Im Rampenlicht steht heute Dietmar Riegler, Präsident des Fußballclubs Wolfsberger AC. Von 1989 bis 1997 kickte er selbst als Mittelfeldspieler in den Vereinen wie ATSV Wolfsberg, St. Leonhard und St. André. Nach seiner Karriere als Spieler übernahm er 1998 direkt die Position als Präsident in St. André. 2007 übernahm Riegler dann den finanziell angeschlagenen WAC, der seitdem mit St. André fusioniert. Er führte den WAC St. André, später nur mehr WAC, von der vierten Leistungsstufe in die Bundesliga. Letztes Jahr belegten sie Rang 3 in der Tabelle und qualifizierten sich somit für die Europa League dieses Jahr. Red Bull Salzburg und der WAC sind die einzigen österreichischen Clubs, die die Gruppenphase überstanden haben und im 16. Finale mitspielen. Der Gegner des WAC heißt Tottenham Hotspur. Das Spiel findet am 18. Februar statt. Doch was ist das Erfolgsrezept von Dietmar Riegler? Der WAC hat keinen Sportdirektor. Diese Position hat er neben dem des Präsidenten mit übernommen. Er macht alles selbst und überlässt nichts dem Zufall. Er führt den Club wie ein Patriarch. Er ist sehr aktiv. Bei jedem Heimspiel ist er am Spielfeldrand zu sehen und feuert die Jungs an. Aber es kommt auch schon mal vor, dass er sich mit den gegnerischen Spielern, Trainer oder den Schiedsrichtern anlegt. Er ist erfolgreicher Geschäftsführer der RZ Pellets Firmengruppe, zu der rund 20 Firmen zählen. Biomasseanlagen sind sein Kerngeschäft. Riegler hatte immer ein Händchen für Spieler, die den Unterschied ausmachen. Er holte zum Beispiel Michael Lindl aus Deutschland zurück ins Lavantal. Lindl ist aktuell einer der stärksten Spieler und nicht mehr aus dem Kader wegzudenken. Auch für Trainer hat er ein gutes Auge und holte beispielsweise Bielica, Ilzer, Struber und Kübauer zum WAC. Riegler hat auch ein freundschaftliches Verhältnis zu den Spielern. Letzte Woche nach dem Einzug ins 16. Finale der Europa League löste er eine verlorene Wette ein und ließ sich vom Keeper Alexander Kofler eine Glatze rasieren. Ich kann nicht hinschauen. Wie du ausschaust. Oben los, mal, oben los. Alle, oben los, mal. Mir wird schlechter. Aber wie sagt man so schön? Wettschulden sind Ehrenschulden.